Hallo und herzlich willkommen im brandneuen Sportstudio der Krone. Bei mir heute ein Gast, den wir extra für diesen ersten Termin eingeladen haben, den Michi Konsel. Michi, danke fürs Dasein. Gerne. Du bist ja auch schon ein Dauerbegleiter, du warst beim allerersten Tag vom Studio bei der Euro damals bei uns. Ja. Jetzt bist du wieder da, hat sich schon einiges verändert. Hat sich ein bisschen verändert. Ja. Etwas professioneller jede geworden. Jede Woche kommt was Neues dazu. Genau, und wir wollen nicht über unser neues Studio nur sprechen, sondern haben auch wirklich zwei brandheiße Themen, die den Michi als Experten natürlich betreffen. Und zwar das erste Thema, das mir jetzt wirklich sehr unter den Nägeln brennt, ist die Teamchef-Frage. Das Team hat sich jetzt zweimal wirklich ergebnismäßig zumindest nicht von der besten Seite gezeigt. Gegen Georgien würde ich auch sagen, sogar blamiert. Wie hast du die Entwicklung gesehen da in letzter Zeit? Sehe ich auch so. Also Wales war in Ordnung, unglücklich teilweise. Phasenweise auch sehr gut, muss man fast sagen. Aber gegen Georgien, muss man ehrlich sagen, so wie du es auch gesagt hast, es war, ich sage es einmal so, sehr enttäuschend. Ich habe mir da viel mehr erwartet. Ich habe mir da eine Mannschaft erwartet, die brennt, die noch eine letzte Chance sieht, weil theoretisch wäre sie noch da gewesen, ne? Ist es jetzt ja auch noch möglich, aber jetzt schaut es natürlich schon ganz schlecht aus. Aber da hat mir dieser Siegeswillen, dieser Biss, diese Spielfreude gefehlt, dass man sagt, okay, jetzt probieren wir, jetzt erst recht nach diesem schlechten Ergebnis. Und man hat es ja gesehen, wenn man Georgien unter Druck gesetzt hat, das hat man phasenweise gemacht, aber nur ganz kurz, da ist so 15 Minuten, länger nicht insgesamt, dann hat man gesehen, dass die fehleranfällig sind. Und das hat man überhaupt nicht gemacht und deswegen war ich persönlich wirklich enttäuscht. Also, und nicht nur ich, sondern viele, viele Zuseher, viele Fans. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich alle stellen, wie geht es mit dem Teamchef weiter? Marcel Koller, sein Vertrag läuft aus nach der Qualifikation, die Qualifikation dauert nicht mehr lang. Was würdest du selbst sagen? Wie siehst du die Teamchef-Diskussion? Soll er gehen oder soll er bleiben? Gut, das ist ganz allein die Sache des ÖFB, ganz klar. Aber man muss schon sagen, dass seit der Europameisterschaft nach der Qualifikation die Mannschaft sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat, im Gegenteil. Eher zurückentwickelt und das kann nicht nur an den Spielern liegen. Ja. Also da muss man schon genauer analysieren und genauer hinterfragen, wo die Probleme liegen. Es sind ein paar Baustellen da, die schon vielleicht auch länger da sind. Ja. Ich spreche jetzt einmal die Torwartposition an. Das gibt schon über Jahre dieses Problem. Also da sollte man sich wirklich einmal tiefgreifender Gedanken machen, was da falsch läuft in der Ausbildung oder geht man da oder ist man offensichtlich einen falschen Weg gegangen, weil wenn man so viele Jahre auf dieser Position nicht weiterkommt, ob das jetzt bei den Vereinen ist oder auch im Nationalteam, dann hat man was falsch gemacht. Im Profigeschäft müsste man da schon viel früher reagieren. Also das ist einmal ein Beispiel, das ich nicht verstehe, warum man da nicht endlich einmal reagiert. Und dann gibt es die vielen Positionsdiskussionen. David Alaba hat das berühmteste Beispiel. Ja. Ja. Erklär du mir mal, jetzt sagen Weltklasse-Trainer bei Bayern München, sagen seit Jahren, der soll spielen, linker Außenverteidiger. Nur Marcel Koller sieht es anders. Scheinbar der David Alaba phasenweise auch, aber vor allem Marcel Koller. Ist das irgendwie zu erklären? Da ist er stur. Also ich möchte ein bisschen ausholen, weil es ist so, dass die Qualifikation, wenn man sich anschaut, hat man natürlich Glück gehabt mit den Gegnern, aber zur Europameisterschaft. Aber man war eine Einheit. Ja? Man war wirklich eine Mannschaft, man hat zusammengehalten, man hat der eine ist für den anderen gelaufen. Dann ist scheinbar was passiert in der ganzen Vorbereitung zur Europameisterschaft. Dann war das keine Einheit mehr. Dann hat man gesehen, der eine reißt sich nicht mehr den sogenannten A auf für den anderen. Und dann funktioniert das nicht mehr. Und so zieht sich das eigentlich seit der Europameisterschaft durch. Und dann geht es um diese Positionen, was du angesprochen hast mit dem David. Er sieht sich woanders im Nationalteam, aber es funktioniert nicht. Das muss er auch einmal einsehen. Aber derjenige, der ihm auf die Position stellt, ist der Teamchef. Und da hätte er wahrscheinlich schon viel früher reagieren müssen, und, weil es hilft ja uns nichts, wenn er nicht seine volle Leistung bringt. Seine volle Leistung bringt er auf seiner angestammten Position, da ist er Weltklasse. Und warum er da so stur bleibt, das kann nur der Teamchef beantworten. Und das sind so Dinge, wo man dann... Da muss ich jetzt den Oliver Kahn zitieren, einen lieben Freund von dir und Torwartkollegen. Haben Koller da auch die Eier gefehlt, um Alaba zu sagen, hey, du spielst hinten und aus? Ja, er hat es direkt angesprochen. Ja. Ich habe es ja
ähnlich schon gesagt, dass der Teamchef derjenige ist, der die Mannschaft aufstellt und auch die Positionen bestimmt. Sollte so sein. Es kann nie sein, dass der Spieler sagt, ich will jetzt oder muss dort spielen. Also dann ist es sowieso, dann muss man sowieso schon längst die Reißleine ziehen, wenn das so der Fall ist. Ja. Aber das müssen die Verantwortlichen alle entscheiden, ob da alles richtig gelaufen ist, mit Sicherheit nicht, sonst wären nicht diese Ergebnisse dabei rausgekommen. Ich muss jetzt sagen, die Spieler selbst haben sich ja für den Marcel Koller jetzt ausgesprochen. Ich frage mich immer ein bisschen, warum fragt man die Spieler überhaupt? Weil eigentlich intern ist es viel schwerer zu entscheiden. Da muss der ÖFB auch seine Position wahrnehmen und die Entscheidung quasi vom Präsidium aus treffen. Was anderes ist, wir haben jetzt die User auf Krone.at mal gefragt, wen hättet ihr denn gern, falls es einen neuen Teamchef geben würde? Haben dazu auch eine kleine Statistik vorbereitet. Okay. Und der gewonnen hat, den kennst du, glaube ich, auch. Schau mal nach hinten. Ja, ziemlich klar sogar. Ja. Ich würde auch meinen, dass er seine Chance bekommen soll. Er hat Andi Herzog, von dem ist die Rede. Ja, vom Andi. Also, er ist sicher einer, der mit den Spielern sehr gut umgehen kann. Mhm. Er kennt ja viele, auch von den Lehrgängen, von der Jugend her. Und er ist einer, der Erfolg haben will. Also da ist er verbissen. Ich würde mich jetzt Partei zu ergreifen oder so sagen, der soll es werden, ist auch immer schwierig. Aber wenn es so ist, dann würde ich mich für den Andi auch aussprechen. Und du dann Torwarttrainer zum Beispiel. Wäre das für dich ein Thema? Nationalteam war immer ein Thema. Ich habe auch schon einige Male auf diese Problematik der Leute hingewiesen, schon vor Jahren. Bin immer gesprächsbereit, aber es hat auch nicht sein wollen bis jetzt. Mhm. Also ich kann nur sagen, ich bin immer offen für Gespräche, wenn es ums Nationalteam geht und vor allem um diese wichtige Position. Ich bin da total dagegen natürlich, weil wir brauchen den Michael da bei uns im Studio. Das wäre nicht gut, wenn du da nicht mehr für uns da bist. Nein, aber jetzt haben wir schon genug Werbung gemacht, Eigenwerbung. Ja. Aber ich glaube auch, dass es wichtig wäre, frischen Wind zu bringen. Es sind zu viele Gräben offen, glaube ich. Dass die Trainer, dass die Spieler sich für den Trainer aussprechen, es gibt ja auch nichts einzuwenden. Ist ja menschlich in Ordnung. Er hat ja auch gute Arbeit geleistet. Aber vielleicht hat er sich abgenützt. Ja. Und Spieler zu fragen, wenn es um den Trainer geht, ist immer ganz schwierig. Was sollen die Spieler sagen? Ja. Also das ist ganz ein heikles Thema. Michi, danke. Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich hoffe, ihr auch. Und seid beim nächsten Mal hoffentlich wieder bei uns dabei. Danke und Baba. Ciao.